Du bist hochbegabt oder hochsensibel und fragst du dich, wie du glücklich und zufrieden leben kannst? Dann schau dieses Video an. Hochbegabt oder hochsensibel? Lebe dein Anderssein. Ich bin Maman Garcia, Expertin und Ratgeberin rund um die Themen Hochbegabung und Hochsensibilität. In diesem Video gehe ich auf folgende Punkte ein. Warum es schwierig sein kann, anders zu sein? Warum eine Akzeptanz so wichtig ist, wie es zu fehlendem Selbstbewusstsein kommen kann und was man als Erwachsene oder Erwachsener dagegen tun kann. Die Punkte, die ich in diesem Video aufgreife, vertiefe ich in meinem Ratgeber Hochbegabt oder Hochsensibel, lebe dein Anderssein mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Was ist schlimm daran, anders zu sein? Das Anderssein an sich ist nicht schlimm. Es ist etwas Tolles, etwas Besonderes. Und das einzige Problem, was man eventuell hat, wenn man anders ist, ist, dass das Umfeld einen nicht so akzeptiert und respektiert, wie man ist. Das kann zur Folge haben, dass man ausgegrenzt wird, dass man diskriminiert wird oder dass man negativ kritisiert wird. Und dieses Verhalten, was man dann von seinem Umfeld erfährt, das kann krank machen. Es muss aber natürlich nicht. Es gibt viele, die leben glücklich und zufrieden. Manche wissen noch nicht mal, dass sie anders sind, weil sie in einem Umfeld leben, in dem sie so akzeptiert sind, wie sie sind. Es kann aber sein, dass sich dieses Ausgegrenztsein und dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, auswirkt zum Beispiel in einem mangelnden oder fehlenden Selbstbewusstsein oder fehlender Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen. Und leider kann es auch noch extremer werden und sich auswirken in Depressionen oder gar in Persönlichkeitsstörungen. Warum ist diese Akzeptanz so wichtig? Jeder Mensch braucht Lob, Anerkennung und ein soziales Umfeld, in dem er sich geborgen fühlt und er sein darf, wie er ist. Das ist besonders wichtig für Kinder. Fehlt dieses Umfeld, diese Akzeptanz, kann es zu negativen Persönlichkeitsentwicklungen führen. Wie kann es zu dieser negativen Entwicklung kommen? Wenn ein Mensch nicht so akzeptiert wird, wie er ist und das sehr deutlich zu spüren bekommt, hat er mehrere Möglichkeiten. Er kann auf der einen Seite unfreiwillig, freiwillig zum Außenseiter werden und sich in diese Rolle irgendwie zurechtfinden. Auf der anderen Seite kann er aber auch schauen, wie verhalten sich die Menschen um mich herum. Und für welche Handlungen, für welche Aussagen werden sie geliebt und bekommen sie die Anerkennung und das Lob, was einem selber verwehrt bleibt. Wenn man jetzt also sich dieses anschaut und versucht, das nachzuahmen und man für dieses Verhalten, was eigentlich ja nicht einem selber unter Umständen entspricht, sondern was man nur abgekupfert hat, was eventuell eine Fassade ist, etwas Aufgesetztes oder eine Schauspielerei, wenn man für dieses Verhalten dann gelobt wird, Anerkennung bekommt, geliebt wird, kann das sehr fatale Folgen haben. Denn im Grunde genommen wird ein Mensch für etwas geliebt, was er nicht ist. Wenn dieser Mensch aber diese Liebe benötigt, wird er natürlich noch mehr versuchen, in diese andere Rolle zu schlüpfen. Bei diesem Verhalten, wo man sich von sich selbst ein Stück weit entfernt, wenn man dieses Verhalten immer weiterführt, kann es dazu kommen, dass dieser Mensch irgendwann nicht mehr weiß, wer er eigentlich wirklich ist. Was kann gegen diese Entwicklung getan werden? Diese Entwicklung passiert ja meistens im Kindesalter oder jugendlichen Alter, wo man diese Erfahrungen hat. Wenn man jetzt aber erwachsen ist, dann habe ich die Möglichkeit, vieles in meinem Leben zu ändern. Ich kann vieles sein lassen und neu machen. Dafür ist es wichtig, dass man versucht, sich selbst zu beobachten, dass man sich analysiert, dass man schaut,
warum man in welchen Situationen wie gehandelt hat. Wenn ich mir also bestimmte Situationen anschaue und dann sehe, oh, da habe ich das gesagt, damit der mich liebt oder damit die mich nicht zurückweist oder damit ich nicht abgelehnt werde, dann kann ich meine Schlüsse daraus ziehen. Ich kann überlegen, wie wichtig ist mir das, dass ich etwas tue, was eigentlich nicht mir selber entspricht. Und ich kann gucken, wie wichtig sind mir die Menschen um mich herum. In diesem Zusammenhang auch Strategien zu entwickeln, wie ich es in Zukunft besser machen möchte, damit ich bin, ich also authentisch werde oder bleibe und mich nicht so sehr verbiege. Was da natürlich sehr hilft, ist ein soziales Umfeld. Man hat immer die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gerade im Internet gibt es viele Möglichkeiten über Foren, über Gruppen oder auch durch die Social Media, dass man da versucht, Gleichgesinnte zu treffen, um sich auszutauschen. Dem einen liegt das mehr im Internet, dem anderen, der andere braucht unbedingt Kontakte. Es gibt genügend Stammtische für Hochbegabung und Hochsensibilität. Und wenn man diese beiden Sachen, zum einen diese Gleichgesinnten und sein soziales Netzwerk aufbaut und auf der anderen Seite versucht, ja, sich selbst zu hinterfragen und eventuell von innen komplett neu aufzubauen, dann kann man vieles ungeschehen machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Was ist das Fazit? Sei stolz auf dich. Glaube an dich und vertraue dir, dir und deinen Gefühlen. Entwickle dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe. Starte durch und gehe deinen Weg. Lebe dein Anderssein. Mit meinem Ratgeber helfe ich dir, deinen Weg zu finden und dein Anderssein zu leben. Hochbegabt oder hochsensibel, lebe dein Anderssein mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Der Ratgeber ist eine Anleitung zum Selbstcoaching. Weitere Informationen zu mir oder meinen Büchern bekommst du auf meiner Webseite www.manongarcia.de. Hat dir das Video gefallen? Freue ich mich über ein Like oder kommentiere unten oder stelle dort deine Fragen. Hast du das Buch gelesen? Freue ich mich über deine Rezension. Bis zum nächsten Video. Ciao.